Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play. Und zwar ist der Titel, wie ihr oben schon lesen könnt, The Lion Song. Mein Name ist Gato und ich möchte mit euch diese vier Episoden zusammen erleben. Sie spielen in Wien um 1900 rum, 1910, auf jeden Fall vor dem Ersten Weltkrieg. Und behandelt, glaube ich, die Geschichten von vier verschiedenen Menschen, die unterschiedliche Träume haben und die ihre ganz eigenen Probleme haben, diese umzusetzen. Und ich würde sagen, ich schnacke gar nicht lange, sondern wir starten mit Episode 1, Silence. Melk, Bahnhof. Hast du genug Socken? Du brauchst genug Socken. Es ist kalt dort. Mama, du hast die Socken doch selber in den Koffer gepackt. Er ist voll mit Socken. Zusteigen bitte. Zusteigen für den Zug nach Wien. Du wirst schreiben, ja? Jeden Tag, Mama. Versprochen. Ach, du Lügner. Zusteigen. Letzter Aufruf für Wien. Lass den Bub doch gehen. Er wird Ärger kriegen, wenn er nicht zurechtkommt. Macht es gut. Macht es gut, Mama und Papa. Macht es gut. Wilma hat damals denselben Zug genommen. Jetzt dich. Und ich glaube, wir versuchen, aus der Provinz rauszukommen, Richtung Wien, und haben jetzt auch einen Szenenwechsel. Wir sind in der Musikakademie von Wien. Und das bin ich. Arthur, wo bist du? Du hast mich doch gebeten, herzukommen. Jetzt sitze ich hier und warte. Vielleicht willst du ja endlich über uns reden. Aber du bist doch so schüchtern. Du würdest nicht wissen, wo du beginnen sollst. Sei nicht dumm, Wilma. Du hoffst immer, dass es passiert. Dann passiert doch nie etwas. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich hab dich einfach sehen müssen. Entschuldige meine Verspätung. So, und jetzt haben wir hier Auswahlmöglichkeiten, okay. Warum wollten Sie mich sehen, Professor? Wo waren Sie denn? Ich warte noch nicht lange. Sollen wir direkt zur Sache kommen? Wenn es der Professor ist und wir scheinen eine Studentin zu sein, dann sind wir erstmal höflich. Ich warte noch nicht lange. Also, um ehrlich zu sein, ja. Wilma, deine Aufführung im Salon. Es war beeindruckend, dich spielen zu hören. Die Gäste, sie haben ihren Ohren nicht trauen können. Ja. Nehmen wir das. Oh ja, scheint ihnen gefallen zu haben. Sie wollen mehr von dir hören, Wilma. Wir müssen dieses Momentum aufrechterhalten. Wie kommst du mit der neuen Komposition voran? Sie schwieriger als die anderen. Ich komme voran. Na, ah, wir kommen voran. Ich komme voran. Deine Musik ist so neu. Sie bezaubert. Sie fordert einen heraus. Ich glaube. Nein, ich weiß, dass wir kurz davor sind, etwas Großartiges zu schaffen. Die Zukunft der Musik. Arthur, wir müssen auf deinen letzten Erfolgen aufbauen. Hörten wir jetzt auf? Wir vertäten diese Chance. Wir müssen weitermachen. Wir müssen weiterarbeiten. Wir müssen deinen Namen etablieren. Also, das ist... Was nun? Ich habe schon angefangen, aber... Aber? Oh, Arthur, ich komme nicht weiter. Ich komme einfach nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich die Komposition beenden soll. Sag das nicht, Wilma.
So weit sind wir gekommen. Alles, wofür wir gearbeitet haben. Ich ertrage es nicht, dich zu enttäuschen. Ich weiß, was es ist. Der Druck vom Institut. Leute, die auf deine Aufmerksamkeit ringen. Die dich auf der Straße ansprechen. Ich, der dich noch weiter unter Druck setzt. Das Momentum. Du hast es selbst gesagt. Du brauchst eine Veränderung, so viel steht fest. Hör einmal, ich habe da eine Hütte in den Bergen. Dort wirst du bestimmt schreiben können. Und direkt ein Flirtversuch. Nein, wir sind weiterhin zurückhaltend. Das kann ich nicht annehmen. Ach was. Deine Lehre. Deine Führung, deine Hilfe mit dem Stipendium. Du wirst die Zeit alleine brauchen. Die Stille. Ja, die Stille. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Arthur, ich kann nicht. Das ist keine Bitte, Wilma. Es ist beschlossen. Deine Kutsche. Eine Kutsche wird dich morgen abholen. Und das ist genug Proviant. Und da ist genug Proviant in der Hütte. Okay. Wir sollen also Wien verlassen. Pack nicht zu viel ein. Du willst doch deine alte Geige nicht mitnehmen. Doch, diese alte Geige zu spielen beruhigt mich. Du wirst die letzte Strecke gehen müssen. Das ist ein ganz schöner Aufstieg. Ich werde es schon schaffen. Na gut. Es wird das Beste sein. Du wirst ganz allein sein, ohne Ablenkung. Irgendwo in den Alpen. Da sehen wir sie schon, die Hütte. Ist natürlich ein Wahnsinnspanorama mit den Bergen dort. Aber so komplett umringt von Tannen und komplett umringt von Bergen, die wahrscheinlich auch noch schneebedeckt sind. Ja, hat schon ein leicht bedrohliches Flair. Was da? Ein paar Schritte noch. Okay, hier mit Telefonmasten. Noch ein bisschen. Ja, komm. Ach, da sind wir. Endlich bin ich hier. Da ist sie. Arthurs Hütte. Oh, Arthur, ich hoffe so sehr, dass du recht hast. Dass ich hier meine Inspiration finde. Das wirst du. Die Wälder sind dicht hier oben. Die Bäume tragen dichte Nadelgewänder, durch die man kaum durchsieht. Richtig poetisch ausgedrückt. Telefonmasten. Hier oben die einzige Verbindung mit der Außenwelt. Können wir sonst noch was anklicken? Oh, die Berge. So hoch. Dahinter ist irgendwo Wien. Dunkle Wolken hängen über den Bergen. Fast als warteten sie auf etwas. Der Wind nimmt allmählich zu. Es kann nicht mehr lange dauern, bis der Sturm hier ist. Ich sollte mich beeilen. Ansonsten was? Berge, Wald, Telefonmasten? Nee, sonst hatten wir alles, oder? Der Pfad. Der Pfad führt hinunter zu Arthurs Hütte. Dann sollten wir da jetzt auch hingehen. Das ist noch ein gutes Stück weit weg. Vielleicht schaffe ich es noch vor dem Regen. Das hoffe ich, Wilma. The Lion Song, Episode 1, Silence. Und jetzt wissen wir auch, warum Silence. Es geht um die Ruhe, um die Inspiration wiederzufinden. Ich habe es gerade noch vor dem Regen geschafft. Hoffentlich hört es bald wieder auf zu regnen. War ganz schön anstrengend hierauf. Na gut, Wilma. Zeit, deine Tasche auszupacken. So, dann haben wir die Tasche, das Telefon. Die Lampe leuchtet schwach. Hin und wieder tanzt die Flamme leise und flackert für einen kurzen Moment auf. Richtig poetisch geschrieben. Wahnsinn. Meine alte Geige. Trotz all ihrer Kratzer und Kerben schenkt sie mir noch immer die schönsten Töne.
Meine Utensilien sind in der Tasche. Ein Stapel Briefe, alle an Arthur adressiert. Ob ich sie wohl lesen sollte? Tja. Jetzt ringe ich mit mir. Gratulation, Bewunderung, ein Maler. Nee, wir werden keine Briefe lesen. Wir wahren erstmal das Briefgeheimnis. Vielleicht lese ich später weiter. Wir kümmern uns um die Tasche. Ich bin richtig hungrig. Hier drin sollte doch irgendwo noch Brot sein. Notenpapier? Ach, hier ist es. Oh, da war ein Brief darunter. Von wem der wohl ist? Da steht, erst bei Ankunft öffnen. Meine teure Wilma, ich hoffe, du hast die Hütte ohne Probleme erreicht. Du hast bestimmt schon zu schreiben begonnen, inspiriert von der schönen Natur um dich. Ich muss dir jedoch etwas gestehen. Ob er wohl etwas über uns schreibt? Ich habe bereits vor deiner Abreise damit begonnen, ein Konzert im Musikverein zu organisieren. Ich konnte einige berühmte Kollegen überzeugen, Werke beizusteuern. Okay. Ich musste mehrere Gefallen einfordern, doch. Herr Schönberg, Herr Berg und Herr Mahler haben zugestimmt, Werke für diesen glorreichen Abend zur Verfügung zu stellen. Deine Komposition wird jedoch im Mittelpunkt stehen. Oh, da sind wir gar nicht glücklich drüber. Das große Finale. Wilma, denk doch nur daran. Das muss alles ganz plötzlich für dich kommen. Und ich bitte dich um Verzeihung. Doch deine Zeit ist jetzt. Die Musiker brauchen das Stück bereits nächste Woche für die Proben. In Vorfreude deiner Rückkehr, Arthur. Ja, das haut uns natürlich aus den Latschen. Ein Konzert? Eine Woche? Wie soll mich das beruhigen? Arthur, wie konntest du nur? Der Sturm ist schon fast hier. Wie soll ich etwas schreiben, wenn ich nicht hinaus kann? Ich sitze hier fest. Mit dem Sturm draußen. Und in mir Stille. Ja, da haben wir ganz schön was aufgebürdet bekommen. Hallo? Jetam nikdo? Wie bitte? Deutsch? Ja. Sind Sie sicher, dass Sie die richtige Nummer haben? Ich. Also. Mein Name ist Leos. Sehen Sie, wir. Ich habe erst heute diesen Apparat bekommen. Ich wollte ausprobieren, ob er wirklich funktioniert. Ob ich tatsächlich mit jemandem verbunden werde. Sie können mich doch hören, oder? Ja. Erstaunlich. Ich frage mich. Sind Sie in der Nähe? Wo sind Sie denn? In Österreich. Ich bin aus Südböhmen. Das ist ganz schön weit weg. Hahaha. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Man hat mir erzählt, dass man über weite Distanz reden kann. Aber dann wirklich eine Stimme zu hören. Wie großartig. Das bedeutet, ich kann endlich mit meiner Nichte Nicole reden. Unser Magen knurrt. Was war das? Donner, ein Sturm zieht auf. Übrigens auch eine sehr gute Floskel, wenn man kein Magenknurren hat, sondern Flatulenzen. Was war das? Es donnert. Das klang aber schon etwas näher. Kam das nicht von Ihnen? Dieses Geräusch höre ich täglich.
wenn meine Gäste mit leeren Magen zu mir kommen. Oh, wir konnten uns nicht rausreden. Sind Sie Gastwirt, Leos? Bin ich. Bei mir gibt's die besten Knödel in ganz Böhmen. Besonders wenn sie frisch aus dem Topf sind. Mit einer herzhaften Soße. Und der Magen knurrt wieder. Und wenn man sie ansticht und es dampft so heraus. Das klingt köstlich. Sie sind köstlich. Sie müssen einmal vorbeikommen, damit ich welche für Sie machen kann. Ich wünschte, ich hätte schon eine Portion hier. Natürlich wünschen Sie sich das. Ohohohoho. Verzeihen Sie mir. Sie sind bestimmt schon ganz hungrig. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen, Madame. Oh, es tut mir leid. Wo habe ich nur meine Manieren? Ich habe Sie nicht einmal nach Ihrem Namen gefragt. Ich heiße Wilma. Wilma? Wilma, es war mir eine Freude, mit Ihnen reden zu dürfen. Glauben Sie, wir könnten bald wieder miteinander telefonieren? Man hat mir eine Nummer gegeben. 1255. Vielleicht. Ich hoffe es. Auf Wiedersehen, Leos. Auf Wiederhören, Wilma. Ach. So, jetzt aber das Brot. Ich habe eh schon Hunger. Das Jausenbrot? Was ist ein Jausenbrot? Sollte das das Pausenbrot sein? Das Brot da sieht allmählich richtig gut aus. Ja, deswegen hatte ich ja drauf geklickt. Om nom nom. Das schmeckt herrlich. Jetzt bin ich müde.